So, Friends, es ist wieder Food News Zeit. Yes, ich lieb's. Und es gab ja eine Zeit lang irgendwie gar nicht so viele neue Sachen. Finde ich doof. Nein, da soll ich auch mal ein bisschen Pause an Neuheiten testen und kann alte Sachen aufessen. Naja, obwohl es geht ja immer relativ schnell bei mir. Habe ich auch wieder ein bisschen was gefunden. Von daher, gar nicht viel lange Rede. Folgt mir gerne hier, folgt mir auf Instagram. Dort verpasst ihr keine Food News. Ich bin eigentlich auch Instagrammerin, officially. Aber ja. Genau, mache YouTube ja noch gar nicht so lange, deswegen. So, jetzt aber los. Fangen wir an mit Haribo der bunten Tüte. Also, das ist jetzt der Klassiker, den gibt es schon immer. Warum steht jetzt drauf, schon mal richtig im Flop angefangen. Warum steht da drauf, unser Klassiker mixt schon immer vegetarisch und fruchtig lecker und warum stand da neu dran im Laden? Ich finde es nicht in Ordnung. Es tut mir leid, ich kenne mich halt einfach null aus bei Haribo. Wetten, die haben nur das Design verändert? Ich teste jetzt trotzdem. Hab's gekauft. Hat 69 Cent bei Rewe gekostet. Da sind ebenso verschiedene Lollis drin und noch mehr Lollis. Aber ich wusste nicht, dass das schon immer vegetarisch ist. Vielleicht ist es auch gelogen und die sind nicht gar nicht immer vegetarisch. Weil dann würden die das doch nicht neu machen. Ich weiß halt auch, warum ich mich da nicht so auskenne. Ich finde halt, ich mag so zähe Sachen nicht. Also ich glaube, ich kann es gar nicht richtig gut raten. Es wird besser, das Video. Keine Sorge, es kommt gleich was richtig Gutes. Deswegen überspringen wir den Test vielleicht mal ganz kurz. Ich finde viel zu zäh. Ich merke jetzt keinen Unterschied, ob das jetzt Veggie ist oder ob da Gelatine drin ist. Ich glaube, eigentlich kann man das super gut auch eben ohne Gelatine machen. Deswegen denke ich mir, warum sie nicht wirklich alle Sorten ohne machen. Gut, kommt bestimmt auch irgendwann. Ich lasse das Punkte-Rating jetzt hier weg, weil ich finde die nicht, also ich mag sowas halt nicht so gerne. Und deswegen, na gut, geben wir halt 6 von 5 Punkten. So, vor allem, weil es wahrscheinlich nichts Besonderes Neues ist. Das war ein super Intro, Kim. Aber, neu von Andros, So Good So Veggie, das ist jetzt wirklich neu. Greek Style Natur. Also es gab ja sonst immer diesen normalen, die sind ja immer so auf Kokosmilchbasis. Und der ist eben vegan. Und soll jetzt wie so ein griechischer Joghurt sein. Ist auf der Basis von Kokosnussmilch, Stärke, Kalzium, Meersalz, Erbsenprotein. Halt wirklich auch ganz gute Zutaten, also halt gar nicht so viele. Da achte ich ja immer so ein bisschen drauf. Schade ist wahrscheinlich, dass der jetzt auch nicht so viel Protein hat. Ja, das ist halt so, eigentlich isst man ja so ein bisschen griechischen Joghurt auch, weil der ja viele Proteine hat. Aber das sind halt hier, das ist halt null Protein gefühlt. Oder halt nicht nur gefühlt. Also die Konsistenz ist, ich esse gar nicht so oft griechischen Joghurt, aber ist, ja, eigentlich eher wie ein, also ja, aber griechischer Joghurt ist ja auch so ein bisschen wie so ein fester Joghurt. Ja, also ist ein festerer Joghurt, so eine Mischung aus Joghurt und Quark. Also ich finde, die Konsistenz haben sie jetzt nicht schlecht gemacht. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich finde die total lecker. Die haben so einen intensiven Kokosgeschmack und auch hier der hat wieder einen sehr, sehr intensiven Kokosgeschmack. Das Gute ist halt auch, also ganz cool, der ist halt eben auch ungesüßt, also der ist, ja, hat kaum Süße und dadurch eben halt eine sehr, sehr krasse Kokosnote und die haben noch so einen Säurentouch mit reingebracht, dadurch schmeckt es schon auch ein bisschen nach griechischem Joghurt. Aber ich muss ehrlich sagen, ob man jetzt den, also klar von der Konsistenz ist es anders, finde ich auch besser als ein Joghurt, weil es mir manchmal zu flüssig ist, aber es ist halt auch nur so ein minimaler Unterschied, würde ich fast sagen. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so sich lohnt. Aber mal schauen. Vielleicht finden da ganz viele irgendwie einen größeren Unterschied. Ist auf jeden Fall lecker, ist sehr, sehr gut. Der hat jetzt 1,99 € gekostet. Den habe ich auch bei Rewe gefunden. Und den würde ich wieder kaufen. Aber jetzt halt nicht so, also hat mich jetzt auch nicht komplett, was das Innovative angeht, vom Hocker gehauen. Von daher 8 von 10 Punkten. Dann finally bei Lidl gefunden. Und zwar ist es die zweite Sorte von diesen Centis-Riegeln. Da hatte ich ja schon die erste Sorte, ich glaube, das war Haselnuss, in, glaube ich, schon 2 Videos ago. Und jetzt habe ich die Sorte mit Mandel auch noch. Die ist nämlich in weißer Schokolade und dann eben so eine Creme, Mandelcreme und wie so einen Knoppers, Hanuta-Riegel. Da gibt es jetzt eigentlich ganz viele von. Aber ich bin mal sehr auf den gespannt. Wie gesagt, habe ich im Lidl gefunden, war in der Kasse so ein bisschen im Angebot.
1,49 Euro gekostet. Da sind jetzt 4 Riegel drin, also insgesamt 144 Gramm. Das sieht schon mal richtig gut aus. Weiße Schokolade ist halt auch echt was Feines. Oh mein Gott, ja. Schmeckt nämlich, also der andere hat mich ja so ein bisschen an was, was man schon kennt, erinnert. Aber es gibt noch keinen so einen weißen Waffelriegel, bis auf den jetzt. Und deswegen ist er ja richtig lecker. Also nicht nur deswegen, weil es mal was ganz anderes ist. Ich finde, Mandel schmeckt man gar nicht so krass raus. Ja, aber es ist einfach ein leckerer Knusperriegel mit Schokofüllung, Karamellfüllung, also Karamell-Mandelfüllung in leckerer weißer Schokolade. Doch, den könnt ihr euch auf jeden Fall holen oder die Riegel könnt ihr euch auf jeden Fall holen. Bin mal gespannt, vielleicht kennen ein paar von euch die jetzt auch schon, weil eigentlich gibt es die ja jetzt schon ein bisschen länger. Aber wie gesagt, ich habe die nirgends bisher bei uns gefunden. Deswegen vollkommen legit und ich wollte sie unbedingt haben. Deswegen, die bekommen 9,5 Punkte. Dann bei Rossmann gibt es jetzt so ein bisschen Nachmache, wo ich mir immer denke, warum machen die nicht einfach irgendwie was anderes? Also DM hat ja auch so diesen Haferriegel in Kakao-Haselnuss rausgebracht. Also entweder, aber es sind nicht die gleichen Zutaten. Ich habe schon geschaut. Also, keine Ahnung. Ich frage mich wirklich immer, warum man so krass kopieren muss. Vor allem der von DM fand ich ja gar nicht lecker. Naja, hier sind jetzt 40 Gramm drin. Der ist eben auf der Basis von, also der hat bessere Zutaten. Das ist ja auch Bio. Der hat nur wirklich Hafervollkornflocken, Agavendicksaft, Reissirup, Haselnüsse, Öl, Kakaopulver. Also da ist eben kaum was drin und das ist ja immer sehr, sehr gut. Der hat jetzt 99 Cent gekostet und ist eben so eine Art Energieriegel. Also kein Proteinriegel, sondern ein Energieriegel. Riecht neutral. Welten zu dem von DM. Das schmeckt ganz, ganz anders. Das schmeckt auch wirklich intensiv nach Haselnuss, nach Kakao, nach Haferflocken. Also schmeckt nach einem ganz, ganz hochwertigen Haferflockenriegel. Ja, also so ein sehr guter Müsli-Riegel. Gibt bestimmt ganz viel Energie. Ne, der ist echt lecker. Den kann man sich holen. Hat einen super intensiven Geschmack. Ja, Daumen hoch. Holt euch. Gönnt euch. Und der bekommt 9 von 10 Punkten. Dann nochmal zu etwas Gummikram. Und diesmal ist es wirklich neu. Officially new. Es ist wirklich richtig, richtig brandneu. Und zwar sind das von Nimm 2, gibt es neue Lachgummis in Veggie. Oder das hier ist jetzt vegetarisch. Ich habe gleich noch eine vegane Variante. Das sind Meliana, also Fruchtgummi mit Vitaminen. In verschiedenen Sorten. Himbeere, Zitrone, Heidelbeere, Apfel, Pfirsich, Maracuja und Kirsche. Und ich muss sagen, wenn ich so so Gummibärchen-Zeug mag, dann sind es entweder die Sachen, die halt eben diese weißen Teilchen dran haben. Oder saure Sachen. Also eigentlich... Oh, es riecht richtig intensiv nach diesen Joghurtteilchen. Also es riecht schon mal super vielversprechend, wirklich. Ich versuche jetzt mal hier so ein ganz rotes. Schon mal richtig gut. Mal hier so Maracuja. Auch den Test bestanden. Also bis jetzt lecker. Ich teste mal so ein grünes. Das ist jetzt Apfel. Ich teste mich jetzt nicht durch alle durch, dann sind wir hier in 10 Stunden noch. Aber wie ihr merkt, ich bin begeistert. Die sind wirklich lecker. Also, die kleben nicht in den Zähnen, sind aber auch weich und aber ein ganz angenehmes Weich. Super lecker. Doch, kann man jetzt auch nicht so mit Katjes oder so vergleichen, aber wirklich so diese typischen Milchgeschichten, die es ja auch so schon in Nicht-Veggie gibt. Also Daumen hoch. Und dass ich mal einem Gummiteilchen 8,5 Punkte gebe, das ist schon echt, das ist gut. Also, das könnt ihr euch holen. Gefunden habe ich die übrigens bei... beim Hitmarkt bei uns, das ist ja so mein Food-News-Markt schlechthin meistens, die haben 1,19 Euro gekostet. Und da sind jetzt 250 Gramm drin. Noch gespannter bin ich jedoch auf die zweite Sorte mit Säure. Also das sind Sour-Stars. Die sind sogar vegan. Richtig cool. Haben auch wieder Vitamine. In der Sorte Kirsche, Limette, Blutorange, Brombeere, Zitrone, Granatapfel. Ich muss sagen, ich finde, die haben auch richtig coole Sorten. Ich weiß nicht, ob mir sonst noch nie so aufgefallen ist, was die sonst für Sorten haben. Aber ganz, ganz lecker. So, gleicher Spaß hier nochmal. Vor allem sind die sind goldig, ne? Also die sind so richtig, die haben so eine richtig süße Größe. Geil. Das war jetzt Granatapfel oder Brombeere. Das ist gerade schwer auseinanderzuhalten. Die sind nämlich beide komplett rot.
Und ich finde Geschmäcker da wirklich auseinanderzuhalten, vor allem zwischen Granatapfel und Brombeere in einem Gummibärchen, das ist so eine Challenge. Na gut, Limette. Ich bin nie so der Fan von diesen Zitronen-Limetten-Sorten. Die sind mir irgendwie immer ein bisschen zu... Hier ist es nicht, mag ich nicht so. Blutorange. Okay, gilt so das gleiche wie für Limette. Ich will jetzt nochmal ein so ein rotes, aber hier sind halt drei Sachen sollen was Rotes sein. Da sind aber ungefähr alles dunkelrote, die gleich aussehen. Gut, versuchen wir nochmal ein helleres Rot. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Das war jetzt Kirsche. Aber lecker. Also ich finde die alle trotzdem sehr, sehr lecker. Die kleben auch nicht in den Zähnen. Die sind aber trotzdem weich, sind echt sauer. Also halt nicht nur so ein, also nicht super sauer, aber halt irgendwie auch mal ein bisschen sauer. Weil wenn Haribo sauer macht, dann ist das so, wo? Und da ist es schon auch ein Touch sauer mit dabei, aber eine sehr angenehme Säure. Auch sehr, sehr lecker. Ja, finde ich genauso gut wie die anderen. Also auch 8,5 Punkte, go for it. Dann gibt es von Dickmanns eine neue Sommersorte und zwar Lemon Cheesecake. Mega gut, ich hatte voll lange keine Schaumküsse mehr. Und es ist eine Limited Edition. 6 Stück sind drin, ich habe sie bei Kaufland gefunden. Ja, sind eben ganz normale Schaumküsse mit weißer Schokoglasur, Gebäckstückchen und Zitronen-Käsekuchen-Geschmack. Das ist Kindheitserinnerung für mich, sage ich euch. Sieht cool aus. Doch, mit so Krümelchen drüber. Hm, riecht auch schon nach Zitrone. Mhm. Doch, kann was. Ist lecker. Könnte, finde ich, noch innen drin ein bisschen zitroniger schmecken. Aber hat schon einen, auf jeden Fall, Cheesecake-Geschmack. Doch, mich stören fast die Crumbles ein bisschen außen drum. Ich glaube, es wäre fast cooler ohne die. Aber an sich einen sehr, sehr leckeren Geschmack. Schmeckt nach Cheesecake. Ja, nicht zu süß, finde ich. Daumen hoch, bekommt 9 von 10 Punkten. Dann, oh mein Gott, habe ich mich auch voll gefreut, dass ich sie endlich gefunden habe. Pick Up in Strawberry Cheesecake Geschmack. Immer dieser ganze Käsegeschmack, Käse, der ganze Kuchengeschmack hier. Voll cool. Ich liebe Pick Up. Und die Sorte klingt ziemlich vielversprechend. Das ist halt so mit Weißem gefüllt und dann eine Strawberry-Füllung. Und ich muss sagen, ich bin eh meistens ein Fan von den Pickups mit heller Schokolade. Die finde ich meist am besten. Von daher, kommt schon hier die Strawberry-Schicht raus. Mhm. Boah, mega lecker. Also, man schmeckt so richtig lecker diese weiße Schokolade raus. Ganz kleines bisschen zwar auch chemisch, dieser Erdbeergeschmack, aber Erdbeergeschmack ist fast überall chemisch drin. Aber richtig gut. Schmeckt wie das, was draufsteht. Erdbeer-Cheesecake. Top. Hm, würde ich mir sofort wiederholen. Also, ja, jeder, der Pickup mag, der irgendwie so ein bisschen auf verschiedene Sorten davon steht, wird auch die Sorte, glaube ich, richtig lecker finden. Erfrischend, sommerlich. Die habe ich fast wirklich 9,5 Punkte gegeben. Ja, das ist schon sehr, sehr lecker. Dann etwas, was nicht absolut neu ist, aber der High-Protein Hazelnut Pudding von Ehrmann. Da hatte ich ja bis jetzt immer nur den von Rewe, weil, ungelogen, in Berlin gab es den nirgends. Diese Sorte gab es nirgends. Niente. Wirklich. Also, ich habe bei ganz vielen den immer schon gesehen und dachte mir, hey, wo bekommt ihr den her? Und es ist ja nun wirklich nicht so, dass ich nicht in viele Supermärkte komme oder nicht viele Neuigkeiten sehe. Also von den Werten muss ich jetzt auch noch nicht sagen, das sind immer die gleichen Werte gefühlt bei den ganzen Protein-Puddings. Deswegen. Mhm. Ich glaube, ich finde den von Rewe besser. Ja. Der von Rewe war viel besser. Ich weiß nicht, der schmeckt mir ein bisschen zu neutral. Bei Rewe hat der einen echt leckeren Haselnussgeschmack und schmeckt wie Monte. Der hier schmeckt irgendwie ein bisschen zu viel nach Schoko, ein bisschen zu wenig nach Haselnuss. Da kann ich euch sagen, hol dich lieber den von Rewe. Ist günstiger und ist besser. Also der ist nicht schlecht, kann man machen. Die Konsistenz ist ja, also das können die halt auch einfach, das ist so eine, ist ja auch immer diese festere Pudding-Konsistenz, aber ich mag das total. Aber vom Geschmack her überzeugt er nicht komplett. Deswegen reicht es leider nur für 6 von 10 Punkten, ja.
Das war's auch wieder mit den Food News. Ich hatte ja doch nochmal richtig gute Sachen wieder mit dabei, würde ich sagen. Was davon kennt ihr schon? Was davon möchtet ihr probieren? Meine Standardfrage an euch. Freut mich, wenn ihr sie beantwortet. Wenn nicht, ist auch gut. Lasst einen Kommentar für den Algorithmus da. Oder für mich. Lieber für mich, nicht für den Algorithmus. Und ja, ich freue mich, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, meine Stories schaut. Also, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, ihr müsst hier nichts. Ihr müsst hier nichts. Ihr seid hier nichts zum Pflicht. Das ist kein Pflichtunterricht hier. Das ist eine freiwillige Veranstaltung. Okay, ciao. Deswegen könnt ihr jetzt auch gehen. Habt einen ganz schönen Tag und fühlt euch festgedrückt.